mir bitte wunderbar. Na, man hat's nicht leicht, du darfst dir die Haare. Na, man hat's nicht leicht, alleine lernen ist schwer. Na, man hat's nicht leicht, ich komm nimmer mehr. Aber leicht hat's an. Ich bin die Bernadette und ich bin Pädagogin im Lernhaus Neunkirchen. Was macht ihr im Lernhaus? Ja, wie der Name schon sagt, also wir lernen hauptsächlich natürlich. Also viel ist Hausaufgabenbetreuung, weil die Kinder oft zu Hause keine Unterstützung haben. Und es ist für die Kinder halt auch total wichtig, dass sie wissen, ich habe für den nächsten Tag die Hausübung. Ja, und dann wird halt gelernt für Schularbeiten, geübt, die Malreihen, dividiert. Warum gehen Kinder ins Lernhaus und nicht in eine Nachhilfeschule zum Beispiel? Naja, weil sich die Eltern auch leider oft nicht leisten können natürlich. Also weil es da halt mangelt an den Ressourcen. Und das Lernhaus ist einfach kostenlos und da totale Unterstützung für die Eltern. Ich heiße Karina. Ich heiße Hava und wir sind hier im Lernhaus in Neunkirchen. Wie seid ihr überhaupt in das Lernhaus gekommen? Also was war der Grund? Ich habe erste oder zweite Klasse war das. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, sagen wir mal so, gehabt. Meine Lehrerin hat mir gesagt, dass es Lernhaus gibt und so etwas. Da hat meine Mutter mich hier angemeldet. Und Hava, du? Ich hatte eigentlich keine, weil ich hatte die ganze Zeit im Zeugnis 1 und 2. Ja. Meine Lehrerin hat mich einfach gesagt, Hava kann so gehen, wenn sie will. Und das hat dir von Anfang an gefallen? Ja. Und habt ihr immer nur gelernt im Lernhaus oder habt ihr andere Sachen auch gemacht? Nein, wir haben gelernt, wir waren Eis essen, wir waren im Stadtpark mit den Lehrern, alles zusammen und so etwas. Warum macht man in einer Nachhilfeschule mehr oder weniger Ausflüge? Es geht ja viel um das soziale Lernen. Und ich glaube, gerade wenn man Ausflüge macht, ist es halt wichtig, die Kinder präsentieren sich von einer anderen Seite, wir präsentieren uns von einer anderen Seite und da lernt man auch irrsinnig viel. Oder die Kinder lernen Organisationen kennen, wie die Feuerwehr, wo sie dann wieder Anschluss finden vielleicht und was auch eine große Bereicherung für ein Leben ist. Ich hab eine Frage kurz. Ja? Wie viele Colas trinkst du am Tag? Hat dir das Lernen im Lernhaus da mehr Spaß gemacht als in der Schule? Ja. Warum? Ja. Ich fand, es hat erstens sehr Spaß gemacht mit dem Lernen dazu. Die Lehrer haben mir geholfen. Auch in der anderen Schule helfen sie mir, aber hier hat es auch so Spaß gemacht, weil hier konnte ich mit meinen Freunden reden und so, was man machen will. Warum ist gerade in der Volksschule Bildung so wichtig für Kinder? Ich glaube, es setzt einfach hier mal den Grundkern einfach. Und ich glaube, die Volksschule ist sehr prägend und es legt halt einfach so den Grundstock für die Zukunft. Und es ist halt einfach wichtig, dass da Freude vermittelt wird und dass die Kinder sehen, ja, Wissen ist Freude und man kann Spaß beim Lernen haben. Und das ist einfach wichtiger für die Zukunft. Wenn die Kinder dann das Lernhaus verlassen, haben sie ja Möglichkeit, dass Party zurückzukommen. Genau. Was ist das genau? Genau, da unterstützen halt ältere Kinder wieder uns im Lernhaus, beim Hausübungen machen, beim Lesen, bei einfacheren Tätigkeiten oder wir machen öfters Aktionstage, wo was gebastelt wird, passend zum Jahreskreis oder so, wo sie einfach mitmachen und Teil halt von dem Ganzen sind. Warum hast du dich entschieden, Party zu werden? Weil es mir Spaß gemacht hat, auch wo ich früher hier war. Wie schaut so eine Hilfe aus? Die machen Hausaufgaben und... Ja, die machen Hausaufgaben zum Beispiel und wenn die sagen, dass die Hilfe brauchen, dann helfe ich auch halt Kindern. Ich habe gesehen, du bist in freudiger Erwartung von Nachwuchs. Ja, genau. Was heißt das für dich, wenn du jetzt ein bisschen Abschied vom Lernhaus nehmen musst? Ich bin schon sehr traurig, dass ich gehe. Ich arbeite halt wirklich irrsinnig gern da. Die ganze Schule ist so nett und... auch mit meiner Kollegin und mit den Kindern. Also ich werde es sicher sehr vermissen. Ich bin traurig, weil Fräulein Bernadette wird dann nächstes Jahr weggehen, weil sie ist schwanger. Du bist traurig? Ja. Aber sie kommt ja wieder, oder? Ja, aber trotzdem, ich werde sie vermissen. Denn sie hat so immer geholfen und war nett zu mir.
Na bitte wunderbar. Ja, jetzt fällt's mir leicht. Jeden Tag bin ich da. Ja, jetzt fällt's mir leicht. Gemeinsam lernen ist gut. Ja, jetzt fällt's mir leicht. Vom Lernhaus geh ich fort. Aber leicht hat's an. Das Lernhaus nämlich.